Die Frage ist nach der Kunst. Welche Rolle spielt die Kunst in meinem Leben? Wow, das ist so eine Frage, die ist ja wirklich weit gefasst. Bei Kunst geht es ja eigentlich hauptsächlich um Geburt und Tod. Eigentlich. Und um die Liebe. Ich finde Kunst wahnsinnig wichtig, um sich selber zu entdecken. Also ich denke, die Chirurgen haben mich schon zu einem kleinen Kunstwerk geschaffen. Möchtest du oft Bilder anfassen oder Skulpturen anfassen? Ja, immer. Ich möchte das immer irgendwie anfassen, weil ich wissen will, wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Material? Ist das kalt, warm, glitschig oder... Also Kunst kann jeder sagen. Die Frage, warum Kunst? Und da finde ich eine schöne Antwort. Die Kunst gibt dem Denken Rätsel auf. Und deswegen kann man auf all diese Fragen niemals eine Antwort geben, sondern immer nur seine eigene. Ah, ihr seid so kreativ, ne? Talent, Inspiration, Handwerk. Ja. Und also mal. Also mal. Meinen Sie, es ist möglich, in einer Gesellschaft zu leben ohne Kunst? Ich glaube nicht, weil das ist eine Sprache, eine Brücke zur Gesellschaft, ein Ausdruck der Gesellschaft. Also ich möchte in keiner Welt leben, wo das nicht stattfindet. Ich brauche das auch. Also es ist eher möglich, ohne Kunst zu leben, als ohne Sauerstoff. Und meinen Sie, dass eine Zivilisation überhaupt möglich wäre ohne Kunst? Ja. Ich bin durchgeknallt, ja, so wegen dem Puschel. Wuschel. Hast du schöne Augen. Ja, also du bist wirklich ein Charmeur. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich bin auch kein Friseur. Very shocking.